Und hier wird dann bei Buber klar, was eigentlich die Ursache aller Religiosität ist, nämlich diesen Schnitt, dieses Tödliche, diesen unwiederbringlichen Verlust so zu verwerfen, doppelt zu verwerfen. Er ist schon einmal verworfen, indem das Unbewusste erzeugt wurde. Verworfen im Sinne eines nicht wieder einholbaren, denn das Tödliche ist nicht denkbar. Dieser Schnitt ist so grausam und so entsetzlich, dass er nicht erinnert werden kann. Also nicht zum Vorbewussten, sondern zum Unbewussten gehört. Und dann versucht man dieses Terniere wieder zu regredieren in den Religionen auf die ursprüngliche dyadische Beziehung. Das Dritte, das Unmögliche, das Tödliche, das Absurde, regressiv zurückzuholen in eine Wunschdyade oder bei Buber muss man sagen Duade, um auf der Suche nach der verlorenen Zeit die Abgöttliche, das Abgöttliche wiederzufinden. In der Vorstellung, dass es nicht dieses Begehren, dieses Hungerloch in der Mutter gegeben hätte, die auf das Dritte, die Welt, die Sprache hinausgewollt hätte, sondern man doch genügt hätte als dieses lutherische Kind, das von vornherein der Gnade Gottes anteilig wird und allein und ausschließlich im Blick Gottes, in der Sonne Gottes wäre, dessen Begehren auf es so zu befriedigend, dass es pappsatt befriedigt, ihn anlächele wie alle selig lächelnden Madonnenfiguren in der Malerei, zum Beispiel die von Michelangelo, Anna Selbtritt, Pietà, die verklärte Göttin, Mutter. Dabei ist dieses Du, das den anderen bezeichnet, nichts weiter als das Echo des Du, das Gott bezeichnet. Es versucht also, das Es, das Unbewusste, den großen Anderen, das Reale, regressiv in die dyadische Beziehung wieder hereinzuführen. Als polares Pendeln eines Parmenides, der dann den Ewigkeitsphantasmatiken unterliegt. Einer jenseitigen Glückseligkeit im Paradies, sprich nach dem zweiten Tod, werde ich wieder dorthin zurückkehren, wo das Paradies in dieser dualen Absprießungszelle des uteralen Urozeans schon gewesen sein wird. Dass er das im Ich und Du wieder beschreibt, eine Beziehung, in der der Mensch weder Gott versucht zum Es zu machen, noch die Welt und die anderen Menschen versucht zum Es zu machen, sondern eine tatsächliche menschliche bzw. eine gottmenschliche Beziehung zu errichten. Dass die Beziehung, die er dort als eine ideale Beziehung zwischen Mensch und Gott, eine Beziehung einerseits intimer Nähe, andererseits der Verantwortungsübernahme von Menschen für die Welt. Beide Male ist das Regression auf die imaginäre Achse, auf die dyadische, auf die duadische Achse also.